Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir wollten diesen Zug austauschen. Gegenwärtig transportiert er 28 Einheiten. Und, also Krokodil sehe ich ja hier noch nicht. Das ist halt zu teuer. 50 km/h, natürlich hat das eine Riesenleistung gegenüber der Dampflok, die wir hier haben. Ne? 580 kW, 85 kN. Krokodil ist doppelt so viel. Aber das sehe ich im Moment noch nicht. Das heißt, ich würde das gerne gegen... die hier tauschen. Und dann jede Menge Steine transportieren. Im Moment haben wir halt 28. Das würde ich also mindestens verdoppeln, wenn das geht. Gut, mittelmäßig. 64. Machen wir mal 80. So, denn, ja, in der heutigen Folge ist das Ziel, dass wir dieses hier erweitern um eine weitere Plattform und dann eine Zuglinie bauen, wo wir von hier aus Bernburg noch mit Ziegelsteinen versorgen. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein, denn wir haben ja hier extra die Gleise so gewählt, dass wir hier nochmal erweitern können. Dann haben wir hier schön das Thema Bernburg abgeschlossen. Bernburg ist dann, glaube ich, auch mit der ersten Städte, die beide Güter bekommt. Ja? Da bin ich immer gespannt, ob das jetzt irgendwie so einen riesen Unterschied macht in der Stadtentwicklung. Oder ob das nur marginal ist. Ne? Da schauen wir mal. Hallo? Du sollst von einer Seite anschließen. Gehen wir mal so hier rüber. Das ist natürlich ein Riesenbogen. So. Und bekommen wir einen Zug aus dem Depot noch mit dahin? Ich glaube nicht. Doch. So würde es gehen. Ich soll nur dafür sorgen, dass der jetzt hier immer Rückrang hat. Gut. Achso, lass uns erst die Linie anlegen, das kommt durcheinander. So, dann nehmen wir das mal Bausteine Bernburg. Und dann kaufen wir einen neuen Zug. Und transportieren Bausteine. Da sehe ich eher, dass wir mit zwei Zügen irgendwann fahren. So, unser neuer Bausteinzug. Ich würde sagen, dem folgen wir einfach mal. Und da hier die Strecke mit. Und da bin ich ja mal gespannt. Wir hatten ja auch in der letzten Folge dann die Brotstrecke noch ein bisschen angepasst und optimiert. Was da so das ein oder andere gebracht hat bis dato. So, das meinte ich, ne? Der muss jetzt hier schön passieren lassen.
Ist auch eine schöne Stelle hier, guck mal. Ach ja, ich würde gerne noch mal in dieser Zeit leben, ehrlich gesagt. Wo das alles anfängt, ne? Wo diese Zeit war, wo man begonnen hat, wirklich ganz Deutschland, ganz Europa mit Bahnschienen zu verlegen, Strecken zu ergründen, Städte anzuschließen. Wenn ich überlege, wie traurig das heute geworden ist mit der Bahn, wäre das nicht schön, wenn das mal wieder richtig funktionieren würde? Ich glaube schon. So, die Zustände der Züge, das wäre vielleicht dann auch was, was wir mal uns überlegen müssten. So, und so sieht eine Fabrik aus, wenn die nicht angeregt ist. Die guckt jetzt ganz traurig, weil hier fährt der Zug und holt dicke Güter und ja, hier ist nichts los, Jungs, ne? Das ist einfach so. Und da vorne fährt der neue Zug. Sollen wir mal da schnell gucken? Sollen wir mal spieken? Der ist voll. Und für einmal abladen bekommt der 700.000. Und natürlich für den Zug wird das wahrscheinlich noch nichts warten. Doch! Oh, ein dicker, fetter Ziegel. Aber dann würde die Fabrik natürlich gleich hochfahren. Oder fährt schon hoch. Da bin ich mal gespannt. Ja, das haben wir eingerichtet. Sehr gut. Sollte also funktionieren. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir hatten diese Brotlinie und die Passagierlinie. Im Moment nur die Brotlinie. Wir gehen mal auf den Zug. Und ihr seht, der fährt schon Gewinn ein, denn der hat offenbar 40 Brote schon mitgenommen, was dazu führt, natürlich auch den Simbahnhof für Geisheim warten Brote und die Brotfabrik fährt weiter hoch, was natürlich bedeutet, wir machen mehr Gewinn auch durch die Körnerzüge, weil die auch voller werden, mehr Körner holen müssen und so weiter und so weiter. Hier seht ihr dann auch gleich, dass hier mehr, hier, ne, die Auslastung, jetzt wird alles von dieser Körnerfabrik, in Fachkreisen auch Farm genannt, wird jetzt alles, ja, auf die Gleise gepackt. Sehr schön. Dann bin ich euch noch die andere Körnerlinie schuldig, die hatten wir auch umgebaut. Nämlich diese hier und da sehen wir, Fabrik fährt nicht hoch, das ist ein schlechtes Zeichen. Aber die Linie müsste Gewinnbringer sein. Seht ihr, es wird mehr Geld eingenommen. Hier nicht. Okay, beim Abtransport nicht. Da müssten wir mal gucken. Ich könnte mir echt vorstellen, möglicherweise, gegebenenfalls, müssten wir hier die Brote in der Stadt besser verteilen. Hatten wir schon geguckt, ne? Die Nachfrage nach Brot ist gedeckt. Das heißt, wir könnten aus der Brotfabrik noch eine andere Stadt versorgen. Eisleben. Eisenach. Wir könnten theoretisch noch Eisenach mit Brot versorgen. Hier wurde ich uns darauf hingewiesen, dass hier in dieser Bahnlinie ein Fehler liegt. Erfurt, Braunschweig, Erfurt. Dass ich da was falsch gemacht habe. Aber hier steht doch Erfurt. Die Linie geht von Erfurt nach Braunschweig und zurück nach Erfurt. Was ist denn da falsch? Und warum fahren hier so wenig Leute mit? Und warum ist das Terminal total überlastet? Fahren hier keine LKW?
Die müssten mehr LKW fahren. Wow, die macht ja richtig Gewinn. Welche Fahrzeuge haben wir denn da? So, 14 Jahre, 25 km/h. 5 Güter. Alle Güter, 7 Güter, 40 km/h. Ja, das ist ja krass. Da wird gar nicht mehr nachgefragt, weil zu wenig LKWs hier ankommen. Der Flying Scotsman ist da, ja Mensch. Und natürlich die Lorbessons halten den Verkehr auf. Fahren auch Gewinn, sind aber zu langsam.28 Jahre. Sollte mindestens 40 fahren. So, einmal komplett modernisiert. So, jetzt halten die LKW nicht mehr auf. Sehr gut. Wieder zwei Sachen gelöst. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir versuchen. Wo kommt denn hier das an? Das hier sollten wir auf das andere Gleis legen. Oh, die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind da. Dann können wir hier nämlich noch das zweite Gut anschließen. Eigentlich müssten wir uns ja darüber bewusst sein, wenn wir einen Bahnhof bauen, dass wir eigentlich immer nur zwei Gütergleise für die Stadt dann brauchen, ne? Also man könnte sich dann irgendwie so Umschlagbahnhöfe und so einen Kram bauen, aber für das hier wird es ja reichen, ne? For what it's worth. So. Und dann könnten wir hier zu der Brotfabrik rüber. Und ich habe noch ein weiteres Gefühl im Urin, dass über ferne Strecken transportierte Güter auch mehr Geld bringen. Also nicht nur Personen, sondern auch Güter. Dünkt es mich. Ich will die lieber schiffbar lassen. Hinterher brauchen wir das noch für irgendwas. So, und dann können wir nämlich hier noch mehr Brote holen, aber wir werden auch mehr Getreide brauchen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier oben dann noch Getreide anliefern. Das können wir dann auf der Seite machen. Jetzt wird es langsam richtig kompliziert. So was Kompliziertes haben wir auch noch nicht gebaut. Oh, ich liebe dieses Spiel. Hat ja schon erwähnt. Ich glaube ja. So, einmal schön hier raus. Ja gut, ob das jetzt nötig ist, dass das hier alles ein Tunnel wird. Finde ich halt nicht schön. Ich möchte die Züge auch fahren sehen.
Na. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Gucken wir mal, dass wir das hier noch möglichst glatt dran bekommen. Ja. Ja, dann wird das hier ein richtiger Großbetrieb. Da kann ich auch noch ein bisschen was. Ja, und ob und wie das funktioniert, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und dieses Mal möchte ich mich verabschieden von euch hier aus der Stadt Bernburg, der ersten Stadt, die, glaube ich, 2 Güter angeliefert bekommt. Wenn wir hier mal gucken, sieht man hier auch ein bisschen in den Diagrammen möglicherweise. Ja, da möchte ich mich verabschieden von euch. Hier kommen die Brotzüge mit Bahnimpressionen. Ich nehme morgen am 24.12. weitere Folgen für euch auf. Ich wollte eigentlich heute nur einen aufnehmen, aber so schnell geht das. Weil ich muss noch ein bisschen meinen Ablauf optimieren. Ich hatte ja so ein bisschen technisch hier umgebaut. Und das ist alles noch nicht ganz optimal. Und jetzt brauche ich erstmal wieder so 1-2 Testfolgen, wo ich das dann mit gucken kann, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, hier Bahnimpressionen von unserem... Ja, das Problem bei diesem Bahnhof ist nur, die Züge, die hier alle hinfahren, die sind sehr lange unterwegs, ne? Naja, also, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, da kommt der Kollege. Okay, ihr guckt, ob das klappt und ich bin raus. Tschüss!